Eine 32 Kilometer lange Mauer umgibt die ehemaligen Jagdgründe von König Franz I. und hält das Wild im Innern des Parks. Franz I. verwirklichte hier seinen Traum, ein Jagdrevier größer als das damalige Paris. Auch heute noch gehört Chambord dem Staat. Der gerade amtierende französische Präsident ist sozusagen der stolze Schlossherr. Ich bin ein Morgenmensch. Ich liebe diese Stimmung, wenn man im Nebel ankommt, die Sonne langsam aufgeht und der ganze Tag noch vor einem liegt, ohne Zeitdruck. Das Ballonfahren ist eine Erfindung des französischen Adels. Schon der erste Ballon mit Passagieren an Bord hob vor der Kulisse eines Schlosses ab. Im 18. Jahrhundert wurde der Ballon nicht aufgeblasen. Er war steif und bestand aus fester Leinwand. Nico selbst ist in eine Fliegerfamilie hineingeboren. Ein Flug im Heißluftballon ist wie das Leben. Man weiß genau, woher man kommt, aber man weiß nie, wo man landet. Wie im echten Leben versucht man, in eine Richtung zu lenken, vielleicht wieder aufzusteigen, um am Ende gut zu landen. Die zündende Idee für die Erfindung des Heißluftballons kam den Pionieren der Lüfte durch eine schlichte Naturbeobachtung. Heiße Luft ist leichter als kalte und damit kann man aufsteigen. Kurz vor der Französischen Revolution ließen die Gebrüder Joseph und Jacques Montgolfier den ersten passagierfähigen Ballon von Versailles aus fliegen. Chambord ist völlig maßlos. Chambord erinnert mich an die ägyptischen Pyramiden, an Manhattan in den USA oder an eine Reihe anderer maßloser Dinge. Chambord ist die fantastische Verwirklichung eines fantastischen Königs. 1519 begann unter Franz I. der Bau Chamborns. Bis zu 1800 Arbeiter sollen über 30 Jahre mit dem Monumentalwerk beschäftigt gewesen sein. Die berühmte Treppe, das Herzstück Chamborns. Man nimmt an, dass sie von dem Universalgenie Leonardo da Vinci entworfen wurde. Franz I. ließ das Deckengewölbe mit seinen Insignien dekorieren. F für Franz und Frankreich und der feuerspeiende Salamander stehen für die weltliche Macht des Königs. Das Motto des Wappentiers: Ich ernähre mich vom Feuer und ich lösche es aus. Zwei entgegengesetzt ineinander verschlungene Treppenaufgänge führen vom Boden bis in die obersten Spitzen des Schlosses. Ein Symbol für die Verbindung zwischen Erde und Himmel. Der höchste Aussichtspunkt war Jesus Christus und dem König selbst gewidmet. Die verglaste Turmspitze in Form eines Tabernakels durfte ausschließlich vom König betreten werden. Man hat sich in Chambord ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Die gesamte Dachlandschaft soll in den Zustand von vor 250 Jahren zurückversetzt werden. Die besten Restauratoren und Kunsthandwerker werden über Jahre hinweg beschäftigt sein. Die Italienerin Ippolita ist eine davon. Als ich das erste Mal nach Chambord kam, hatte ich den Eindruck, ein Bühnenbild zu betreten. Ist es echt, was ich da berühre oder nicht? Ist es echt, was ich da sehe oder nicht? Ja, es ist echt. Die Dachlandschaft war als Kulisse entworfen. Der Himmel auf Erden in Stein gehauen. Man nennt uns die Chirurgen, die Techniker des Steins. Wir benutzen fast die gleichen Instrumente, Handschuhe, Anzüge und Schutzmasken. Und es stimmt. Wir behandeln den Stein, als wären wir Ärzte. Wir geben ihm seine Form zurück, hauchen ihm neues Leben ein. Sur les pierres, sur des soupeurs, pour redonner une forme, une vie.
Wie einst Leonardo da Vinci hat Ippolita ihre Heimat Italien verlassen und ist an die Loire gekommen, um hier zu leben und zu arbeiten. Der helle Tuffstein der Gegend ist das ideale Material für die feinen Steinmetzarbeiten. Relativ leicht und gut formbar, trug er zum Bauboom der Renaissance-Schlösser an der Loire bei. Aber der Stein will gepflegt werden. Die Jahrhunderte haben ihre Spuren hinterlassen. Ich bin immer mit Geschichte in Berührung. Das ist sehr bewegend. Ich empfinde tiefen Respekt gegenüber den Handwerkern, die hier viele Jahrzehnte an ihren Werken gearbeitet haben. Über 220.000 Tonnen Tuffstein sind für den Bau Chambords verarbeitet worden. Chefrestaurator Luc Fonlevisy will eine ganze Zimmerflucht in den Originalzustand von 1750 zurückversetzen. Damals dienten die Räume als Unterkunft für die Gäste von Moritz von Sachsen. Auf weißem Stoff ein Vogel, genau so war die erste Ausführung, das Original. Jedes einzelne Stück wird originalgetreu restauriert, nach ausgiebigen Recherchen, die manchmal Jahre dauern können. Beim Restaurieren gibt es immer eine erste Etappe, die Spurensuche. Wie ein Detektiv, der beobachtet und ganz gezielt ermittelt. Von den Spuren hängt alles ab. Und manchmal gibt es selbst für alte Hasen wie Luc Fonlevisy noch Überraschungen. Ein Gast aus der großen Zeit des Schlosses hat sich verewigt. Das ist unser Monty. Mit einem Y. Das hier ist phonetisch geschrieben. Écossois. Écho, da sind wir uns einig, aber die zwei S sind durch ein C vertauscht. Naja, 15. August 1647. Wir werden uns nicht beschweren. Er war Schotte und schrieb auf Französisch. Nicht schlecht. Sonst haben wir noch François. Das ist sicher. Das Datum ist wahrscheinlich 1651 oder 1657. Salvin, Fußsoldat seiner königlichen Hoheit. Es ist also eine Spurensuche durch die Vergangenheit. Man trifft auf Personen, die längst tot sind, aber in Schriften, ihren Gravierungen, ihren Möbeln geben sie uns Hinweise. Mit Hilfe dieser Spuren können wir einen historischen Diskurs beginnen. Das macht diesen Beruf so interessant. Von hinten ist diese Zimmerdekoration erstaunlich. Wie eine Theaterkulisse. Holz, Nägel, Dübel, große Platten. Damit verringerte man das Volumen des Zimmers. Das ist eine unbekannte Seite Chambords, unzugänglich für die Öffentlichkeit. Die Rückseite des Prachtzimmers von Moritz von Sachsen, dem Besitzer des Schlosses, Mitte des 18. Jahrhunderts. Er ließ das Zimmer mit einer Holzvertäfelung ausstatten, die ursprünglich aus Versailles stammte und ihm von Ludwig dem 16. geschenkt wurde. Moritz von Sachsen war einer der wenigen, die Chambord und seine Prunkgemächer ganzjährig bewohnten. Der deutsche Graf war in französischen Militärdiensten bis zum Generalmarschall aufgestiegen. Als unbesiegbarer Kriegsherr war er schon zu Lebzeiten ein Mythos. Neben zwei Kavallerieregimentern unterhielt er in Chambord auch seine Mätresse, eine Schauspielerin. Mit dem Bau Chambords endete die Epoche der Loire-Könige. Franz I. verlegte seinen Regierungssitz zurück nach Paris. Wahrscheinlich schweren Herzens. Wenige Kilometer von Chambord entfernt liegt Blois, für ein Jahrhundert Hauptstadt der Loire-Könige. Hier wurden glanzvolle Spiele abgehalten und böse Intrigen geschmiedet. An den Ufern der Loire entstanden damals hunderte Schlösser im Stil der Renaissance. Die meisten von ihnen sind immer noch in Privatbesitz. Schloss Beauregard gehört in vierter Generation der gräflichen Familie du Pavillon. Ihren Rasen
ziert die Lilie, das Wahrzeichen der französischen Könige. Seit einigen Jahren kümmern sich Guy und Nathalie Dupavillon selbst um die Leitung des Schlosses. Schloss Beauregard macht seinem Namen der schöne Anblick alle Ehre. Im Innern verbirgt sich eine Porträtgalerie, bestehend aus über 300 Renaissance-Gemälden. Die Gesichter berühmter Persönlichkeiten erzählen rund 300 Jahre europäische Weltgeschichte. Jedem französischen König sind die weltweit wichtigsten Persönlichkeiten seiner Zeit zugeordnet. Fünf der Könige regierten Frankreich von den Ufern der Loire aus. Karl der Siebte musste 1422 an die Loire fliehen, weil die Engländer Paris besetzten. Mit Johanna von Orléans eroberte er die Hauptstadt zurück und beendete so den hundertjährigen Krieg mit den Engländern. Dennoch blieb er an der Loire. Es gibt ein Buch mit über 1800 Seiten, das jede einzelne Person beschreibt. Warum sie wichtig ist und warum sie sich in der Galerie befindet. Also eine Erklärung für die ganze Galerie, ein wirkliches Monumentalwerk. Die Position der Bilder ist nicht beliebig. Die Königinnen sind an der Seite ihrer Gatten. Nur Katharina von Medici befindet sich nahe bei ihren drei Söhnen. Denn sie ist erst mächtig geworden durch ihre Söhne und noch mächtiger, als sie selbst Königin wurde. Neben ihrem Mann hängt Diana von Poitiers, seine Geliebte. Sie war die wichtige Frau während seiner Regentschaft. Heinrich IV. War das erste Porträt, als Paul Ardier diese Galerie schuf. Am Anfang wollte er nur ein Bild über den Kamin hängen. Und dann kamen Heinrichs Minister dazu. Paul Ardier, selbst Minister dreier Könige, gab die Porträts bei unterschiedlichen Malern in Auftrag. Die Künstler mussten oft weite Reisen hinter sich bringen, um Gemälde zu kopieren oder Zeitgenossen zu porträtieren. Die einzigartige Auswahl der Persönlichkeiten reicht von Heinrich VIII. Über Elisabeth von Bayern bis hin zum Schah von Konstantinopel. Die Porträts bekommen in der Renaissance einen persönlichen Ausdruck. Der Mensch als eigenständiger Charakter rückt in den Vordergrund. Geschichte von Menschen gemacht. Und dann eine Überraschung aus unserer Zeit. Die ehrwürdigen Räume beherbergen eine weitere Porträtreihe. Die Ausstellung Ihre Hunde zeigt 70 Hunde bekannter Herrchen. Darunter François Mitterrand oder Yves Saint Laurent. Wirklich aus der Reihe fällt nur eine Katze. Der Grund, dass es eine Katze in dieser Ausstellung gibt, ist folgender. Damit etwas existieren kann, muss es unvollkommen sein. Wie die Personenporträts von Beauregard waren auch Antoine Schnecks Hundefotografien zunächst Auftragsproduktionen. Doch es gibt einen grundlegenden Unterschied zwischen den Porträts. Der Maler versucht, eine Geschichte zu erzählen, eine Persönlichkeit darzustellen, und dafür benutzt er ein Dekor, ein bestimmtes Licht, und er wird einen bestimmten Gesichtsausdruck einfangen. Das ist nicht meine Absicht. Ich versuche, keinen Charakter herauszustellen. Ich versuche nur, dem Betrachter zu ermöglichen, ein Gesicht anzusehen. Egal ob in Afrika, Indien oder auf Schloss Beauregard, in Antoines Fotos taucht nie ein Hintergrund auf. Wo immer er fotografiert, er stellt sein weißes Würfelzelt auf. Im Innern herrscht das perfekte Licht.
Senke ein bisschen die Nasenspitze. Schau mich an, mich, sieh mich an. Wenn ich fotografiere, konzentriere ich mich voll und ganz auf den anderen, damit wir es beide schaffen, loszulassen, damit wir vergessen, was um uns herum passiert. Dreh deinen Kopf nicht zu weit nach rechts. Denkst du an etwas Angenehmes? Jetzt lächelst du etwas zu sehr. Versuche nicht zu lächeln. Denk einfach an etwas Angenehmes. Als vollständig naturbelassener Fluss ist die Loire einmalig in Europa. Ständig verändert sie ihr Gesicht. Die Sandbänke wandern mit der Strömung. Über 200 verschiedene Vogelarten bevölkern den Fluss. Auf ihrer Durchreise aus fernen Ländern bringen sie exotische Pflanzensamen an die Loire. Das Schloss Chaumont war ab 1550 Landsitz von Katharina von Medici, bevor sie sich das Schloss ihrer Rivalin Diana von Poitiers zu eigen machte. In einem der Türme befindet sich eine Sternwarte. Katharina interessierte sich leidenschaftlich für Astrologie und bewunderte Nostradamus. Ihre große Liebe aber war Chenonceau, vielleicht das schönste aller Loire-Schlösser. Katharina ließ eine Galerie über den Cher, einen kleinen Nebenfluss der Loire, bauen. Irgendwie sollte hier alles an ihre Heimat, an Florenz erinnern. Bis zum Tod ihres Mannes Heinrich II. Hatte dessen Mätresse, eben jene Diana von Poitiers, hier gewohnt. Nicht umsonst nennt man es das Schloss der Damen. Und auch heute ist seine Besitzerin und Kuratorin eine Dame, die sich durchaus in der Nachfolge der Frauengestalten sieht, die hier einst lebten. Loire Minier. Die Unternehmerfamilie Minier hatte das Schloss kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs erworben. Reich geworden als Schokoladenfabrikanten, widmeten sich die Miniers von nun an auch einem architektonischen Leckerbissen. Chenonceau ist wirklich ein Bauwerk des Friedens. Und wir wünschen uns alle, dass es diesen Wert bis in alle Ewigkeit symbolisieren kann. Hinter der exzentrischen Schönheit des Wasserschlosses verbirgt sich auch kühler Pragmatismus. Über Jahrhunderte hinweg bildete das Schloss den einzigen Übergang über den Cher. Im Ersten Weltkrieg funktionierte die Minier-Familie die Galerie des Schlosses in ein Krankenhaus um. Der offene Operationssaal verfügte über 120 Betten. Simone Minier, die Frau des Besitzers, übernahm selbst die Leitung als Oberschwester. Mit einer Handvoll Freiwilliger versorgte das Lazarett bis zum Kriegsende über 2000 Verletzte. Selbst in diesen düsteren Momenten gab es Hoffnung. Und auch im Zweiten Weltkrieg, eine furchtbare Periode, hat sich eben diese Simone Meunier erneut hervorgetan. Der Cher war die natürliche Grenze zwischen dem besetzten und dem unbesetzten Frankreich. Mit der Hilfe von Leuten aus dem Dorf und der Umgebung und ein paar Freunden verhalf Simone Meunier vielen Menschen auf die andere Seite des Flusses und somit zurück in die Freiheit. Elle a permis à beaucoup de personnes de retrouver une liberté sur l'autre rive. Das Schloss blieb über die Jahrhunderte fast immer in der Hand von Frauen. Selbst männliche Besitzer gaben die Leitung meist an ihre Frauen ab. Die Frauen, die hier gelebt haben, waren allesamt Frauen von großer Qualität, von extremem Mut, oft auch großer Einsamkeit,
Aber diese Einsamkeit, wie es Flaubert so schön formuliert, diese Melancholie, hinterlässt keine Verbitterung. Das finde ich sehr schön. »1548« schenkte der französische König Heinrich II. Das Anwesen seiner Geliebten Diana von Poitiers. Bis zu seinem Tod blieb er der 19 Jahre älteren Schönheit verfallen. Er hatte Diana schon mit 8 Jahren kennengelernt. Seine Frau Katharina von Medici konnte erst aus dem Schatten ihrer Konkurrentin treten, als ihr Mann während eines Turniers tödlich verletzt wurde. Jetzt verjagte Katharina die Rivalin aus dem Wasserschloss und baute es nach ihrem Geschmack um. Bereits unter Diana existierte eine Brücke über den Cher. Doch erst Katharina schuf die heutige Besonderheit des Schlosses. Sie ließ die beiden Etagen auf die Brücke bauen und fügte somit eine Vielzahl von Räumen hinzu. Die Regierungsgeschäfte führte Katharina von ihrem winzigen grünen Kabinett aus. Es gibt eine Besonderheit in diesem Zimmer. Es ist flussaufwärts, gegen den Strom ausgerichtet, und darin erkennt man den Willen einer Frau, sich gegen die Strömung zu werfen und sich nicht von dieser mitreißen zu lassen. Und ich finde, darin erkennt man eine echte Medici-Dame. Une femme Médicis. Schon als 15-jähriges Mädchen war Katharina von Medici an den französischen Hof gekommen. Jetzt endlich richtete sie sich mit Schloss Chenonceaux ein wirkliches Zuhause ein, in Erinnerung an ihre Heimat Italien. Sie hat es geschafft, Italien und Frankreich bis zur Perfektion in Einklang zu bringen. Dafür können wir ihr unendlich dankbar sein. Abgesehen davon, dass sie die Gabel, die Artischocken, die Minze, diese gab es damals nur in Schweden, und viele weitere Feinheiten eingeführt hat, die wir heute oftmals für französisch halten, die aber eigentlich aus dem Florenz der Medici kommen. Artischocken, Minze und weitere Köstlichkeiten werden heute in den Gärten des schlosseigenen Gutshofes angebaut. Im Mittelbau befindet sich das einzig private Blumenatelier der Loire-Schlösser. Appetitlich sind beide Geschäfte. Es ist, als ob die Blumen mit mir sprechen, wenn ich mit ihnen arbeite. Sie gehen immer ein bisschen dahin, wo sie wollen. Man nimmt sie, sie bewegen sich und hopp, sie finden ihre Position. Es ist also wirklich eine Beziehung. Sie sprechen mich einfach an. Für mich sind sie Lebewesen. Sie platzieren sich, sie bewegen sich, öffnen sich, blühen wahrlich auf. Sie leben und leider müssen sie auch sterben. In fast allen Zimmern des Schlosses steht ein passender Blumenstrauß. Die Blumen und Farben werden nach ihrer symbolischen Bedeutung ausgewählt. Weiß zum Beispiel ist die königliche Trauerfarbe und steht gleichzeitig für Harmonie, Unschuld und Frieden. Wenn Sie sich auf die Spuren dieser Menschen begeben, treffen Sie auf eben diese Blumen. Diese harmonischen Duftwolken erinnern an jede einzelne Persönlichkeit, die hier zu den unterschiedlichen Epochen gelebt hat. Und das ist einfach wunderbar. Das Loire-Tal gilt als fruchtbarste Region des Landes. Man nennt die Gegend auch den Garten Frankreichs.
Die Gärten von Schloss Villandry sind ein Paradebeispiel französischer Gartenkunst. Die makellose Symmetrie der Gärten kann von den Wasserterrassen oder vom Schloss aus betrachtet werden. In der Renaissance galt der Garten als Verlängerung des Hauses, ein Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Vorbild der Gartenarchitekten war das Paradies, so wie man es sich vorstellte. Henri Carvalho ist der heutige Besitzer des Schlosses. Henri kümmert sich persönlich um die Gärten und das Schloss, mehr als ein Fulltime-Job. Die wenige Zeit, die ihm bleibt, verbringt er auf dem natürlich perfekt gepflegten Tennisrasen, den einst sein Urgroßvater anlegte. Ich habe von jeher die Erinnerung an diese Gärten. Ich habe meine ganze Kindheit hier verbracht und konnte die Arbeit meiner Eltern verfolgen. Ich empfinde es als meine Aufgabe, mich um das Schloss Villandry und seine Gärten zu kümmern. Henri Carvalho hat Villandry 2006 übernommen. Er leitet ein Team von 10 Gärtnern. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur ist bis ins Detail geplant und perfektioniert. Der Mensch formt sich sein eigenes Paradies. Und wie es sich für ein Paradies gehört, hat Henri Carvalho seit 2009 komplett auf biologischen Anbau umgestellt. Die Gärten kommen ohne chemischen Dünger oder Pestizide aus. Dafür braucht man Fachleute. Ingrid Arnaud, Biologin an der Universität von Tours, hat sich auf Alternativen zur chemischen Schädlingsbekämpfung spezialisiert. Mit ihrem Team untersucht sie das biologische Gleichgewicht in den Gärten. Die biologische Schädlingsbekämpfung besteht schlicht und ergreifend aus Insekten. Sie reduzieren den Ungezieferbefall. Wir haben eine außergewöhnliche biologische Vielfalt, weil wir auf Insektizide verzichten können. Der Marienkäfer ist eines der wichtigsten Insekten zur Schädlingsbekämpfung. Die meisten Arten ernähren sich von Blattläusen, andere Arten leben von Mehltau oder Schimmelpilzen. Eine Marienkäferlarve frisst bis zu 3000 Pflanzenläuse oder Spinnenmilben, bis sie sich verpuppt. Der Käfer selbst lebt nur ein Jahr. In dieser Zeit ist sein Lebensziel die Fortpflanzung. Während der Renaissance wurden die Gemüsegärten gerne als Ziergärten angelegt. Gemüsesorten aus den gerade entdeckten fernen Kontinenten galten als besonders wertvoll. Zum Beispiel die Artischocken. Die Zimmer des Schlosses gewährten den besten Ausblick auf die neuen Sorten. Henris Urgroßeltern hatten sich mit dem Kauf des Anwesens entschieden, die Renaissance-Gärten getreu den Plänen von 1760 erneuern zu lassen. Damals stand das Schloss kurz vor dem Verfall. Meine Urgroßeltern, Joachim Carvalho und Anne Coleman, waren beide Ausländer. Er Spanier und sie Amerikanerin. Beide waren Mediziner und als Forscher in Paris tätig. Sie hatten eine erstaunliche Kunstsammlung von spanischen Gemälden angehäuft. Sie hatten ein tiefes Interesse für Kunst. Für eben diese Sammlung suchten sie das passende Haus, denn die Pariser Wohnung reichte nicht mehr. Joachims Sammlung ist eine Hommage an die maurische Epoche in Südspanien. Während ihrer Blütezeit im 15. Jahrhundert lebten Juden und Christen unter muslimischer Herrschaft friedlich nebeneinander.
Längst vergessene Schriften griechischer Philosophen wie Platon und Aristoteles wurden von den Europäern wiederentdeckt. Das philosophische und naturwissenschaftliche Gedankengut eroberte die christliche Welt und löste die Epoche der Renaissance aus. Auf der Ebene des Wohnzimmers befindet sich der Garten der Liebe und der Musik. Sie stehen für die schöngeistigen Spiele, wenn man so will. In diesem Garten finden sich vier Arten zu lieben: die zärtliche, die leidenschaftliche, die flüchtige und die tragische Liebe. Sie sind die persönlichsten Gärten Villandrys. Joachim hatte sie unabhängig von den alten Plänen selbst konzipiert. Er ließ sich von den Linien der maurischen Gartenkunst inspirieren. Die runden Formen unterscheiden sich von den geraden Linien der europäischen Renaissancegärten. Die Gärten der Liebe und der Musik sind Zeugnis eines Mannes, der das Prinzip der Renaissance selbst lebte. Er wollte Kunst, Wissenschaft und Spiritualität vereinen. Ich glaube, es handelt sich um ein humanistisches Projekt mit dem Ziel, in der Touraine einen Ort der Harmonie und der Entfaltung für den Menschen zu schaffen. Von jeher bewohnten die Vorfahren der Franzosen die Ufer der Loire. Die Lebensader spendet nicht nur Wasser für Mensch und Tier, sondern bot sich auch als fantastischer Verkehrsweg an. Die Loire-Könige hatten sich zum Schutz an den Fluss ins Landesinnere zurückgezogen. So hatten sie mehr Zeit, um sich heranrückenden Feinden entgegenzustellen. Seit mehreren Jahrhunderten hatte es kein Feind geschafft, Frankreich von den Ufern der Loire aus einzunehmen. Den tiefsten Eindruck haben wohl die grausamen Überfälle der Wikinger im 9. Jahrhundert nach Christus hinterlassen. Die Männer aus dem Norden drangen über die Loire mit ihren schnellen Schiffen ins Landesinnere ein. Das Schloss Brisé ist ein eindrucksvolles Zeugnis der Angst vor den einfallenden Wikingern. Das Alltagsleben in diesen Schlössern war damals ein Traum. Die Renaissance ist wie eine Explosion von philosophischen Ideen, aber es gab eben auch Kriege und Konflikte. Brisé ist einzigartig. Es gibt kein anderes Schloss im Loiretal, das so viele Geheimnisse birgt. Alle Generationen haben hier ihre Spuren hinterlassen. Es reicht, sich die enormen Schlossgräben anzusehen, die das Schloss umgeben. Von hier aus lässt sich das riesige unterirdische Verteidigungssystem erahnen. Es ist eine wahrhafte Festung. Schon im 9. Jahrhundert gruben die Franzosen ganze Höhlenstädte in den Tuffstein, um sich vor den einfallenden Wikingern zu schützen. Später bauten die damaligen Besitzer das schon angelegte Verteidigungssystem weiter aus. Um lange Zeit in den Höhlen überleben zu können, brauchten Mensch und Tier nicht nur Essensvorräte, sondern vor allem von Zeit zu Zeit auch Tageslicht. Doch wo Tageslicht eindringt, können auch feindliche Blicke eindringen. Jeder lebensnotwendige Sonnenstrahl bedeutete das Risiko, entdeckt zu werden. Grigori vermutet ein bis zu 10 Kilometer langes System aus verzweigten Gängen. 3,5 Kilometer der unterirdischen Wege sind bereits freigelegt. Man müsste beinahe topografisch alle Höhlen nachzeichnen, genau nachvollziehen, wie die einzelnen Räume verwendet wurden, um sich zu verteidigen.
Dann müsste man rekonstruieren, wie sich die unterirdische Festung im Laufe von über 1000 Jahren verändert hat. Das Phänomen der Höhlen ist im Loire-Tal weit verbreitet. Hier gab es eine Zivilisation, die unter der Erde lebte, lange bevor die Schlösser der Loire das Licht der Welt erblickten. Besonders während des 18. Jahrhunderts spielte Brézé eine wichtige politische Rolle. Die Familie der Marquis von Dreux-Brézé war eine der mächtigsten im absolutistischen Königreich. Von 1701 bis zur Französischen Revolution stellte die Familie der Dreux-Brézé den Oberzeremonienmeister am französischen Hof. Eine der bekanntesten Anekdoten aus dem Leben der Dreux-Brézé fand während der Französischen Revolution statt, als der dritte Stand sich in Versailles versammelte und man sich schwur, erst wieder zu gehen, wenn man Frankreich eine Konstitution gegeben hatte. Heinrich Evrard von Dreux-Brézé, der Oberzeremonienmeister von Ludwig XVI., war geschickt worden, um die Menge aufzulösen. Ihm hatte Mirabeau die bekannte Antwort gegeben: So sagen Sie Ihrem König, dass wir hier durch den Willen des Volkes zusammengekommen sind. Nur wenn das Volk selbst seine Waffen gegen uns erhebt, verlassen wir wieder unsere Plätze. Heinrich Evrard war als Oberzeremonienmeister für alle öffentlichen Staatszeremonien zuständig. Nicht zu verwechseln mit der Hofetikette, die das Leben der königlichen Familie auf privater Ebene regelte. Auch als Marie Antoinette und Ludwig XVI. Vom heranstürmenden Volk gezwungen wurden, Versailles zu verlassen, stand Heinrich Evrard seinem König zur Seite. Aber er verteidigte ihn umsonst. Kurz nach der Verhaftung der königlichen Familie wurde er selbst gefangen genommen. Doch er hatte Glück. Wie auch sein Sohn Pierre Simon, der spätere Bischof des Bistums Moulins, überlebte er die Französische Revolution. Die Nähe zur Macht ist in Brézé spürbar. Kardinal Richelieu, der mächtigste Mann im Reich Ludwig XIV., soll hier zu Gast gewesen sein und in diesem Zimmer übernachtet haben. Der Weinbau, den die Dreux-Brézé einst begonnen hatten, wird heute wieder auf 25 Hektar betrieben. Der aktuelle Besitzer, Graf von Colbert, verpachtet das Anbaugebiet seit 2009 an den jungen Winzer Arnaud Lambert. Das hier sind die großartigsten Anbaugebiete und ich werde Ihnen erklären, warum. Das hier ist eine dünne Schicht aus Lehm. Sie ist sehr kompakt, fast wie Plastilin. Davon gibt es nur ca. 10 cm. Der Lehm gibt der Pflanze Energie und das voluminöse Aroma des Weines. Darunter befindet sich der Tuffstein. Mit diesem Stein sind die Loire-Schlösser erbaut worden. Auch für uns spielt er eine fundamentale Rolle. Er verhält sich wie ein Schwamm. Er speichert die Feuchtigkeit während des Winters und gibt sie im Sommer an die Weinstöcke je nach deren Bedarf wieder ab. Deswegen leiden unsere Pflanzen des Chenin oder des Cabernet nie und das macht aus ihren Trauben so großartige Weine. Außerdem haben wir diese Kieselsteine. Sie tanken Wärme und Energie tagsüber und geben diese in der Nacht wieder ab. Die alten Weinkeller dienen Arnaud zur Lagerung der Fässer, so wie es schon vor Jahrhunderten war. Das Weingut von Brézé existiert seit dem 15. Jahrhundert. Seine Weine waren an allen europäischen Höfen vertreten. Man spürt die ganze Geschichte in diesen Weinen.
Übrigens war der Wein des Schlosses hier bei Saumur der Lieblingswein von Ludwig XIV. Hier ließ man den Wein im 19. Jahrhundert gären. Der Saft floss in diese Behälter, die direkt in den Tuffstein geschlagen waren. Den fertigen Wein füllte man in die Fässer ab, die dort hinten stehen. Man weiß nie vorab, wie lange der Reifeprozess dauert. Letzten Endes entscheidet der Wein. Wir können nur regelmäßig kosten. Das Schloss Brézé ist erst seit kurzem für die Öffentlichkeit zugänglich. Arnaud und Grégory geben ein zukunftsversprechendes Team ab. Und das Beste liegt noch vor ihnen. Heinrich IV. War das erste Porträt, als Paul Ardier diese Galerie schuf. Am Anfang wollte er nur ein Bild über den Kamin hängen. Und dann kamen Heinrichs Minister dazu. Paul Ardier, selbst Minister dreier Könige, gab die Porträts bei unterschiedlichen Malern in Auftrag. Die Künstler mussten oft weite Reisen hinter sich bringen, um Gemälde zu kopieren oder Zeitgenossen zu porträtieren. Die einzigartige Auswahl der Persönlichkeiten reicht von Heinrich VIII. Über Elisabeth von Bayern bis hin zum Schah von Konstantinopel. Die Porträts bekommen in der Renaissance einen persönlichen Ausdruck. Der Mensch als eigenständiger Charakter rückt in den Vordergrund. Geschichte von Menschen gemacht. Und dann eine Überraschung aus unserer Zeit. Die ehrwürdigen Räume beherbergen eine weitere Porträtreihe. Die Ausstellung Ihre Hunde zeigt 70 Hunde bekannter Herrchen. Darunter François Mitterrand oder Yves Saint Laurent. Wirklich aus der für den Bau Chambords verarbeitet worden. Chefrestaurator Luc Fonlevisy will eine ganze Zimmerflucht in den Originalzustand von 1750 zurückversetzen. Damals dienten die Räume als Unterkunft für die Gäste von Moritz von Sachsen. Auf weißem Stoff ein Vogel. Genau so war die erste Ausführung, das Original. Jedes einzelne Stück wird originalgetreu restauriert, nach ausgiebigen Recherchen, die manchmal Jahre dauern können. Beim Restaurieren gibt es immer eine erste Etappe, die Spurensuche. Wie ein Detektiv, der beobachtet und ganz gezielt ermittelt. Von den Spuren hängt alles ab. Und manchmal gibt es selbst für alte Hasen wie Luc Fonlevisy noch Überraschungen. Ein Gast aus der großen Zeit des Schlosses hat sich verewigt. Das ist unser Monty. Mit einem Y. Das hier ist phonetisch geschrieben. Écossois. Écho, da sind wir uns einig, aber die zwei S sind durch ein C vertauscht. Naja, 15. August 1647. Wir werden uns nicht beschweren. Er war Schotte und schrieb auf Französisch. Nicht schlecht. Sonst haben wir noch François. Das ist sicher. Das Datum ist wahrscheinlich 1651 oder 1657. Salvin, Fußsoldat seiner königlichen Hoheit. Worden als Schokoladenfabrikanten, widmeten sich die Miniers von nun an auch einem architektonischen Leckerbissen. Chenonceau ist wirklich ein Bauwerk des Friedens. Und wir wünschen uns alle, dass es diesen Wert bis in alle Ewigkeit symbolisieren kann. Hinter der exzentrischen Schönheit des Wasserschlosses verbirgt sich auch kühler Pragmatismus. Über Jahrhunderte hinweg bildete das Schloss den einzigen Übergang über den Cher. Im Ersten Weltkrieg funktionierte die Minier-Familie die Galerie des Schlosses in ein Krankenhaus um. Der offene Operationssaal verfügte über 120 Betten. Simone Meunier, die Frau des Besitzers, übernahm selbst die Leitung als Oberschwester.
Mit einer Handvoll Freiwilliger versorgte das Lazarett bis zum Kriegsende über 2000 Verletzte. Selbst in die Egal ob in Afrika, Indien oder auf Schloss Bourgard, in Antoines Fotos taucht nie ein Hintergrund auf. Wo immer er fotografiert, er stellt sein weißes Würfelzelt auf. Im Innern herrscht das perfekte Licht. Senke ein bisschen die Nasenspitze. Schau mich an, mich, sieh mich an. Wenn ich fotografiere, konzentriere ich mich voll und ganz auf den anderen, damit wir es beide schaffen, loszulassen, damit wir vergessen, was um uns herum passiert. Dreh deinen Kopf nicht zu weit nach rechts. Denkst du an etwas Angenehmes? Jetzt lächelst du etwas zu sehr. Versuche nicht zu lächeln. Denk einfach an etwas Angenehmes. Als vollständig naturbelassener Fluss ist die Loire Agnès von nun an auch einem architektonischen Leckerbissen. Chenonceau ist wirklich ein Bauwerk des Friedens. Und wir wünschen uns alle, dass es diesen Wert bis in alle Ewigkeit symbolisieren kann. Hinter der exzentrischen Schönheit des Wasserschlosses verbirgt sich auch kühler Pragmatismus. Über Jahrhunderte hinweg bildete das Schloss den einzigen Übergang über den Cher. Im Ersten Weltkrieg funktionierte die Minier-Familie die Galerie des Schlosses in ein Krankenhaus um. Der offene Operationssaal verfügte über 120 Betten. Simone Meunier, die Frau des Besitzers, übernahm selbst die Leitung als Oberschwester. Mit einer Handvoll Freiwilliger versorgte das Lazarett bis zum Kriegsende über 2000 Verletzte. Selbst in diesen düsteren Momenten gab es Hoffnung. 2009 komplett auf biologischen Anbau umgestellt. Die Gärten kommen ohne chemischen Dünger oder Pestizide aus. Dafür braucht man Fachleute. Ingrid Arnaud, Biologin an der Universität von Tours, hat sich auf Alternativen zur chemischen Schädlingsbekämpfung spezialisiert. Mit ihrem Team untersucht sie das biologische Gleichgewicht in den Gärten. Die biologische Schädlingsbekämpfung besteht schlicht und ergreifend aus Insekten. Sie reduzieren den Ungezieferbefall. Wir haben eine außergewöhnliche biologische Vielfalt, weil wir auf Insektizide verzichten können. Der Marienkäfer ist eines der wichtigsten Insekten zur Schädlingsbekämpfung. Die meisten Arten ernähren sich von Blattläusen, andere Arten leben von Mehltau oder Schimmelpilzen. Eine Marienkäferlarve frisst bis zu 3000 Pflanzenläuse oder Spinnenmilben, bis sie sich verpuppt. Der Käfer selbst lebt nur ein Jahr. In dieser Zeit ist sein Lebensziel die Fortpflanzung. Brézé ist einzigartig. Es gibt kein anderes Schloss im Loiretal, das so viele Geheimnisse birgt. Alle Generationen haben hier ihre Spuren hinterlassen.
Es reicht, sich die enormen Schlossgräben anzusehen, die das Schloss umgeben. Von hier aus lässt sich das riesige unterirdische Verteidigungssystem erahnen. Es ist eine wahrhafte Festung. Schon im 9. Jahrhundert gruben die Franzosen ganze Höhlenstädte in den Tuffstein, um sich vor den einfallenden Wikingern zu schützen. Später bauten die damaligen Besitzer das schon angelegte Verteidigungssystem weiter aus. Um lange Zeit in den Höhlen überleben zu können, brauchten Mensch und Tier nicht nur Essensvorräte, sondern vor allem von Zeit zu Zeit auch Tageslicht. Doch wo Tageslicht eindringt, können auch feindliche Blicke eindringen. Jeder lebensnotwendige Sonnenstrahl bedeutete das Risiko, entdeckt zu werden. Grigori vermutet ein bis zu 10 Kilometer langes System aus verzweigten Gängen. 3,5 Kilometer der unterirdischen Wege sind bereits freigelegt. Man müsste beinahe topografisch alle Höhlen nachzeichnen, genau nachvollziehen, wie die einzelnen Räume verwendet wurden, um sich zu verteidigen. Dann müsste man rekonstruieren. Henri Cavallo hat Villandry 2006 übernommen. Er leitet ein Team von 10 Gärtnern. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Natur ist bis ins Detail geplant und perfektioniert. Der Mensch formt sich sein eigenes Paradies. Und wie es sich für ein Paradies gehört, hat Henri Cavallo seit 2009 komplett auf biologischen Anbau umgestellt. Die Gärten kommen ohne chemischen Dünger oder Pestizide aus. Dafür braucht man Fachleute. Ingrid Arnaud, Biologin an der Universität von Tours, hat sich auf Alternativen zur chemischen Schädlingsbekämpfung spezialisiert. Mit ihrem Team untersucht sie das biologische Gleichgewicht in den Gärten. Die biologische Schädlingsbekämpfung besteht schlicht und ergreifend aus Insekten. Sie reduzieren den Ungezieferbefall. Wir haben eine außergewöhnliche biologische Vielfalt, weil wir auf Insektizide verzichten können. Diana existierte eine Brücke über den Cher. Doch erst Katharina schuf die heutige Besonderheit des Schlosses. Sie ließ die beiden Etagen auf die Brücke bauen und fügte somit eine Vielzahl von Räumen hinzu. Die Regierungsgeschäfte führte Katharina von ihrem winzigen grünen Kabinett aus. Es gibt eine Besonderheit in diesem Zimmer. Es ist flussaufwärts, gegen den Strom ausgerichtet, und darin erkennt man den Willen einer Frau, sich gegen die Strömung zu werfen und sich nicht von dieser mitreißen zu lassen. Und ich finde, darin erkennt man eine echte Medici-Dame. Une femme Médicis. Schon als 15-jähriges Mädchen war Katharina von Medici an den französischen Hof gekommen. Jetzt endlich richtete sie sich mit Schloss Chenonceau ein wirkliches Zuhause ein. In Erinnerung an ihre Heimat Italien. Sie hat es geschafft, Italien und Frankreich bis zur Perfektion in Einklang zu bringen. Dafür können wir ihr unendlich dankbar sein. Abgesehen davon, dass sie die Gabel, die Artischocken, die Minze, diese gab es damals nur in Schweden, und viele weitere Feinheiten eingeführt hat, die wir heute oftmals für französisch halten, die aber eigentlich aus dem Florenz Christus hinterlassen. Die Männer aus dem Norden drangen über die Loire mit ihren schnellen Schiffen ins Landesinnere ein. Das Schloss Brisé ist ein eindrucksvolles Zeugnis der Angst vor den einfallenden Wikingern. Das Alltagsleben in diesen Schlössern war damals ein Traum. Die Renaissance ist wie eine Explosion von philosophischen Ideen. Aber es gab eben auch Kriege und Konflikte.
Brézé ist einzigartig. Es gibt kein anderes Schloss im Loiretal, das so viele Geheimnisse birgt. Alle Generationen haben hier ihre Spuren hinterlassen. Es reicht, sich die enormen Schlossgräben anzusehen, die das Schloss umgeben. Von hier aus lässt sich das riesige unterirdische Verteidigungssystem erahnen. Es ist eine wahrhafte Festung. Schon im 9. Jahrhundert gruben die Franzosen ganze Höhlenstädte in den Tuffstein, um sich vor den einfallenden Wikingern zu schützen. Später bauten die damaligen Besitzer das schon angelegte Verteidigungssystem Waldweg an. Die Loire-Könige hatten sich zum Schutz an den Fluss ins Landesinnere zurückgezogen. So hatten sie mehr Zeit, um sich heranrückenden Feinden entgegenzustellen. Seit mehreren Jahrhunderten hatte es kein Feind geschafft, Frankreich von den Ufern der Loire aus einzunehmen. Den tiefsten Eindruck haben wohl die grausamen Überfälle der Wikinger im 9. Jahrhundert nach Christus hinterlassen. Die Männer aus dem Norden drangen über die Loire mit ihren schnellen Schiffen ins Landesinnere ein. Das Schloss Brézé ist ein eindrucksvolles Zeugnis der Angst vor den einfallenden Wikingern. Das Alltagsleben in diesen Schlössern war damals ein Traum. Die Renaissance ist wie eine Explosion von philosophischen Ideen. Aber es gab eben auch Kriege und Konflikte. Brézé ist einzigartig. Es gibt kein anderes Schloss im Loire.